Moinsen, meine Freunde. Und hier ist wieder Selfie Joko. Voll geil, ne? Ich kann einfach Selfie machen, wenn ich Bock hab. Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem Informationsvideo zum Seasons Mod des Landwirtschaftssimulator 2019. Hier auf dem PC. Finde mich mal auf der Felsbrunn. Die Felsbrunn ist eine Season Mod Ready Karte. Seasons Mod. Felsbrunn, Ravenport, Estanza Labajo. Das sind die drei Maps des LS19. Und es gibt auch noch ein paar Mod-Maps, die werden natürlich nach und nach immer erweitert, aber die drei Standard-Maps auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr einschaltet, dass ihr mit dabei seid. Lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt. Blaues Däumchen nach oben drücken, schlagen, kloppen, was auch immer ihr machen wollt. Ich würde es geil finden. Gerne kostenfrei diesen Kanal abonnieren und das Video mit euren Freunden und auf den sozialen Netzwerken teilen, teilen, teilen. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und natürlich nutzt gerne mal die Kommentarfunktion, welche Fragen ihr zum Seasons Mod habt, was ihr gerne wissen möchtet und wie ich euch vielleicht helfen kann. Zum Beispiel um Selfie-König Joko zu sein. Sehr geil. Ja, Season momentan noch, jetzt am 26.07. für PC verfügbar. Wird, sobald er fehlerfrei läuft, auch für die Konsole erscheinen. Da versucht ihr ja wirklich viel, viel zu machen. Ich möchte euch in diesem Video mal den Season so im Allgemeinen ein bisschen zeigen, ein bisschen demonstrieren und ein bisschen die Errungenschaften, die Erneuerungen zeigen. Wird noch ein paar andere Informationsvideos zu geben. So, wenn wir jetzt mit dem Season hier starten, sehen wir ja direkt mal zu Beginn oben rechts die Anzeige. Ich mache mal kurz die Zeit auf 0. Die ganze Anzeige wurde ein bisschen erweitert. Bisher war immer oben rechts nur das Geld und die Ingame-Zeit zu sehen. Links daneben seht ihr dann ab sofort jetzt, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Zum Beispiel jetzt im Frühling. Es gibt ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir befinden uns am ersten Tag früher Frühling. Dann gibt es noch Mitte Frühling und später Frühling. Das Ganze variiert zusammen mit dem, was ihr hier einstellt, Länge der Saison. Es sind jetzt 3 Tage, deswegen schon früher, gibt bis zu 24 Tage. Könnt ihr variieren, wie ihr möchtet, ihr seht selbst, ihr könnt hier einmal komplett durchswitchen. Dementsprechend ist auch oben die Anzeige anders. Bei 3 Tagen ist 01 früher, 02 Mitte und 03 spät und dann kommt schon wieder 01 Sommer. Zeige ich euch aber gleich alles in aller Ruhe. So, jetzt kann ich die mal wieder auf 120 stellen. Daneben habt ihr jetzt eine sogenannte Temperaturanzeige. Die ist natürlich sehr ausschlaggebend für eure Saat, für eure Planung, für alles weitere, was ihr hier im Season Mod macht. Ihr habt obere Anzeige, ist die Temperatur, die Außentemperatur hier im Lande. Und darunter die 4 Grad Celsius, das ist die Bodentemperatur. Die Bodentemperatur hängt nämlich damit zusammen, ab wann ihr was ansehen könnt. Das seht ihr hier an der Seite. Ihr öffnet das übrigens mit Alt-S. Da kommt ihr in das Season-Menü. Und dann habt ihr jetzt hier eure Temperaturanzeige, ab wann ihr was anbauen könnt. Gras zum Beispiel hat 3 Grad. Deswegen ist das Ganze auch grau und nicht blau. Blau heißt, geht nicht zu kalt. Grau heißt, funktioniert. Weizen zum Beispiel erst ab 5 Grad Bodentemperatur. Nicht die Temperaturen, oh, jetzt fängt es an zu regnen, Moment, ich mache kurz auf 0. Nicht die Außentemperatur, sondern die Bodentemperatur, also die unterste Anzeige. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir direkt schon was Neues mit dazu, weil es jetzt gerade angefangen hat zu regnen. Sind die Felder zu feucht? Das zeigt euch das Symbol links neben der Temperatur. Das heißt, eure Felder sind zu feucht, ihr könnt nicht ernten. Denn im Season ist es ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich der hier. Feuchte Gehalt der Ernte an. Wenn ihr das anhaltet, dann könnt ihr eure Ernte erst bei 20%, also unter 20% Feuchtigkeitsgehalt reinholen. Also dreschen und abernten. Wenn ihr das natürlich ausschaltet, ist das Symbol da oben zu ignorieren. Das ist dann shit egal. Aber wenn wir das hier auf anhaben, dann könnt ihr erst bei unter 20% eure Felder abernten. Das Ganze könnt ihr prüfen. Ich gehe kurz in die Ansicht. Ihr habt hier euer Messgerät, welches ihr im Shop findet bei Diverses. Entschuldigung. Hier Werkzeuge, Diverses und ganz am Ende das MT9. Das gab es schon im LS17. Damit könnt ihr die Felder prüfen. Längen- und Breitengrad, Höhe des Feldes. Hier steht drauf, was angebaut war oder ist. Es war Weizen. Hier eure euer Wachstum, momentan zu 0%, ihr seht ja selbst, hier ist abgeerntet, ist gar nichts angebaut. Hier steht dann, zu wie viel Prozent es schon angewachsen ist. Bei 100% habt ihr perfekte Ernte. Das hier ist der feuchte Gehalt eurer Ernte. Das ist das Wichtige, wenn ihr im Season
diesen Feuchtgehalt der Ernte einschaltet, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass hier weniger als 20% stehen. Ansonsten könnt ihr nicht abernten. Hängt damit zusammen, wie viel regnet es, wie lange ist es danach trocken. Wenn es natürlich trocken ist, trocknet das Feld ab und die Ernte wird reif und ihr könnt abernten. Dünger und Feuchtigkeit des Bodens, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Komme ich aber gleich noch zu. Das könnt ihr auf jeden Fall mit dem Gerät prüfen. Und dann habt ihr links daneben, die Anzeige kannt ihr aber auch schon, die gab es auch schon vor Seasons. Mod ist dann halt die Vorhersage. So, wir haben ein neues Kontextmenü bekommen, welches ihr, Moment, bei Informationen hier findet. Wenn ihr jetzt ganz runter geht, fängt hier Seasons an. Könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen, ne? Saisonelle Effekte, Wettervorhersage, Bodenbeschaffenheit, Kulturen hier, Einführung, Ackerkulturen, Entschuldigung, Ertrag, Heu, Bäume, Wartung, Wirtschaft, Erntehelfer und so weiter und so fort. Tiere, Seasons-Menü und so weiter und so fort. Könnt ihr euch in aller Ruhe durchlesen. So, und unter Steuerung S kommt ihr dann in das Seasons-Menü herein. Hier habt ihr jetzt euren Übersichtsplan, je nachdem, wie lang ihr hier die Länge der Saison einstellt, wird sich das natürlich variieren. Wenn ihr zum Beispiel auf 24 geht, guck, dann habt ihr hier 1 bis 8, 9 bis 16, 17 bis 24. War cool. Kann ich euch direkt nochmal den Schnee zeigen. Das hängt damit zusammen, halt, wie ihr die Saison einstellt. Ne? Ist euch also vollkommen selbst überlassen. Ich lasse jetzt zum Beispiel mal auf 24 stehen. So. Dann habt ihr jetzt hier die Erntefolgen. Zum Beispiel Tag 1 bis 8 könntet ihr Weizen anbauen, wenn die Temperatur zusagt, bis zum 24. Tag, also den gesamten Frühling. Sommer müsst zum Beispiel die ersten 16 Tage keine Ernte möglich. Da müsst ihr dann darauf achten, wie die Temperaturen vorhergesagt sind. Die müsst ihr dann hier kalkulieren, weil wenn es hier im Sommer viel zu warm wird, das zeigt euch das hier an. Dann habt ihr das Problem, dass eure Ernte kaputt gehen könnte. Da kommt ihr dann jetzt hier zum Beispiel, wartet mal. So, bei 3 Tagen ist das am einfachsten zu zeigen. Die ersten 2 Tage des Sommers könnt ihr Weizen zum Beispiel nicht ernten, aber auch nicht mehr säen. So, jetzt müsst ihr kalkulieren, das ist noch 1, 2, 3 Tage. In 3 Tagen, 1, 2, 3 Tagen haben wir hier eine Durchschnittstemperatur von 12 Grad Sonne und dann 16 Grad. Dritter Tag. Da. Und dann der nächste Tag, das ist hier, das ist der Samstag, da könnt ihr die ernten. Wunderbar. Jetzt müsst ihr aber kalkulieren, das ist diese Anzeige hier, Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen Trockenheit. In dem Fall Sommer natürlich die Trockenheit. Müsst ihr gucken. Weizen, Aussaat, ist natürlich ohne, passiert nichts. Aber wenn das Getreide, der Weizen, noch sehr jung ist, also erste, zweite Wachstumsstufe, ist die Beständigkeit gegen Trockenheit sehr niedrig, also Risiko. Ja, Beständigkeit gegen Trockenheit, Risiko könnte kaputt gehen. Wenn es schon im Altzustand ist, habt ihr eine Beständigkeit von Mittel. Das heißt, es könnte überleben. Das müsst ihr halt so ein bisschen kalkulieren mit dem Wetter zusammen und gucken. Oh, 30 Grad, ne? Zum Beispiel hier geht es schon los. So 25 Grad, 2, 3 mal 25 Grad. Das Feld trocknet euch aus. Dann könnte es sein, dass euch die Ernte kaputt geht. Berieselungsanlage gibt es, glaube ich, im Mod-Contest. Ob das jetzt mit Season-Mod eine Auswirkung hat, kann ich euch gerade nicht sagen. Ansonsten einfach das Wetter einkalkulieren, um hier zu kalkulieren, ob ihr diese 2 Tage überlebt. Ich habe es getestet, Weizen überlebt die 2 Tage und danach könnt ihr losgehen und ernten. Was ganz cool ist, wieder bei Gras zum Beispiel, Bondo 3K, könnt ihr eigentlich fast das ganze Jahr über anbauen und auch abernten. Erst an den letzten beiden Tagen vom Winter bei 3 Tagen zum Beispiel ist vorbei. Zuckerrohr ist gar nicht beständig für Season Mod, funktioniert nicht. So wie auch die Baumwolle. Also Season, nicht Baumwolle und Zuckerrohr kompatibel, funktioniert leider nicht. Das ist das Wetter. Wie gesagt, da könnt ihr kalkulieren, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Niederschlag haben wir hier auch. Hier zum Beispiel soll es sehr, sehr viel regnen. Bis zu 4 Milliliter auf dem Quadratzentimeter ist es, glaube ich, oder auf dem Quadratmeter ist es, glaube ich, gemessen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 0%, hier 100, 50, 60, 10. Und das ist jetzt auch eine Neuerung. Die Windgeschwindigkeit hängt nämlich jetzt zum Beispiel mit euren Windkrafträdern zusammen. Wir haben ja Windkrafträder, die ihr platzieren könnt, um ein bisschen Geld zu machen. Wenn natürlich kein Wind geht, habt ihr nicht die Möglichkeit, Geld zu produzieren, weil dann hier einfach gesagt wird, jo, kein Wind. Aber zum Beispiel hier am Dienstag 7 Meter die Sekunde ist wirklich sehr, sehr
viel Wind, um das Ganze hier möglich zu machen. Zum Beispiel auch, um Geld zu erwirtschaften durch die Windräder. So, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es war auch so, dass es so ist, die Windgeschwindigkeit wird nun dargestellt. Die Windgeschwindigkeit beeinflusst nun wesentlich die Geschwindigkeit mit der Grastrocknung. Ebenfalls sind die Erträge von Windkraftanlagen von der Windgeschwindigkeit abhängig. Bei zu hohen Geschwindigkeiten schalten sich die Windkraftanlagen ab. Weiterhin folgen die Turbineinheiten der Anlage nur der Windrichtung. Nun der Windrichtung, das ist das. Die Windgeschwindigkeit hängt also auch noch damit zusammen, wie zum Beispiel, wie schnell Gras trocknet. Das könnt ihr halt dann über das System prüfen, wenn ihr hier euren kleinen Computer aufruft, ja? Ja, um das Ganze dann zu prüfen. Zum Beispiel hier Gras 20%. Wenn der Wind natürlich jetzt kommt und die Sonne knallt, warmer Wind, Gras trocknet sehr schnell. Das dazu. Ja, jetzt seht ihr auch schon mal so ein bisschen mal den Schnee. Dazu komme ich aber noch. Nächstes Menü ist halt, wie gesagt, die Ernteinformationen, Frost und Beständigkeit gegen Trockenheit. Müsst ihr euch mal in Ruhe angucken. Wird euch angezeigt halt, ne? Weizen in der Aussaat, frostbeständig, mittel. Jung, sehr gut, alt, ohne. Keine Frostbeständigkeit, ohne. Oder halt auch hier ist es genau umgekehrt, bei der Trockenheit Aussaat, ohne, dann niedrig und mittel. Zum Beispiel hier Baumwolle ist sehr hoch, wobei es mich wundert, dass man Baumwolle ja irgendwie nicht anbauen kann. Hier. Oder, Moment mal, ist Baumwolle immer beständig? Kann man jetzt keine Baumwolle und kein Zuckerrohr anbauen? Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil das halt hier nicht steht. Das heißt eigentlich, dann geht das nicht. Zeigt aber auf jeden Fall an, wie frostbeständig und die Trockenheit es ist. Dann geht ja eins weiter. Das kennt ihr aus dem Sitzen, die Wirtschaft. Ne? Weizen zum Beispiel ist im Winter und Ende Sommer, Ende Herbst sehr viel wert. Im Sommer sehr, sehr wenig. Müsst ihr so ein bisschen kalkulieren, wie ihr da geht. Also, das sind schon mal so schnell 150 € Unterschied, die ihr hier sehen. Das kann euch schon echt einen weghauen. Ne? Hier Milch zum Beispiel auch. Okay, man kann wohl doch Baumwolle verkaufen. Ich bin verwirrt. Aber hier zum Beispiel Sonnenblumen. Im Frühling sehr hoch. Und hier Ende Sommer sehr. Entschuldigung, Ende Herbst sehr niedrig. Wird gar nicht gefragt. Solltet ihr echt mal beachten. Dann Fruchtfolgeplaner. Möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Lieber André hat das schon mal beschrieben. Deswegen mache ich das nicht als Einzelvideo. Hat er sehr gut gemacht. Es gibt einen Fruchtfolgeplaner, der euch widerspiegelt als eine Art Übersichtsplan, was ihr anbaut. Denkt dran, Leute, ihr könnt so viele Felder haben, wie ihr wollt. Nicht vier Felder, das ist immer aufs Jahr bezogen, also Jahr 1 bis 6. Es ist egal, wie ihr es kalkuliert. Es ist nur eine Übersicht für euch persönlich. Es hat keine Auswirkungen auf die Felder und ihr müsst euch auch nicht genau daran halten. Aber es geht darum, wenn ihr zum Beispiel im Jahr 1 Weizen auf euren Feldern anbaut und im nächsten Jahr zum Beispiel auf, Moment, wenn wir einen Unterschied haben, so. Auf Sojabohnen gehen, dann habt ihr Weizenertrag 1,08%, also 108% mehr Ertrag als üblich. 100 ist normal, also 1,00 ist normal. Alles, was drüber geht, mehr Ertrag, alles, was drunter ist, weniger Ertrag. Weizen in dem Fall jetzt 1,08%, also 108, 0,08% mehr Ertrag. Würdet ihr jetzt im zweiten Jahr Sojabohnen anbauen, würdet ihr die Sojabohnen aufgrund des Vorjahres Weizen nur 0,9%, also 90% raushauen. Das heißt, ihr macht 10% Verlust. Wenn ihr dann jetzt zum Beispiel hier auf Baumwolle gebt, dann hat der Weizen zum Beispiel im ersten Jahr schon 120%, dann 90% und Baumwolle macht 100%. Ihr könntet aber jetzt auch hier zum Beispiel auf Sonnenblumen gehen, macht ihr 120%. Und das Ganze führt ihr hier immer weiter runter. Also ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt. Wir könnten auch komplett mit Weizen durchgehen. Moment, ich zeige euch das mal einmal komplett mit Weizen. So, habt ihr immer 0,9, also immer 90% Ertrag. Das heißt, ihr macht 10% miese. Variiert das so ein bisschen, um zum Beispiel hier, guck mal, 120%, 108%. Geht ihr hier wieder auf Baumwolle, macht ihr wieder 108%. Dann könnt ihr hier zum Beispiel, müsst ihr echt aufpassen, weil guckt mal, wenn wir zum Beispiel hier sagen Kartoffeln. Nur 54%, macht aber bei Weizen auch nur 70%. Da solltet ihr echt so ein bisschen variieren, um das Bestmöglichste bei euch rauszuholen. Wenn ihr zum Beispiel hier sagt, wir machen. Was ist einfach zu machen? Raps. So, ne? Dann habt ihr so
die Folgen, wenn ihr zum Beispiel Raps anbaut, habt ihr im sechsten Jahr wieder mit 120% Weizen. Das könnt ihr euch einfach so variieren. Ihr könnt es jetzt auch schließen und wieder anmachen und ihr seht es immer noch. Macht es einfach mal so als eine Art Übersichts. Seht es als eine Art Übersicht. Ihr seid dann nicht abhängig auf irgendwelchen Feldern oder so. Ist eine reine Übersicht. Und dann haben wir zum Schluss noch die Einstellungen. Grad Celsius oder halt Fahrenheit. Saison für ein Eis aus ein. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr die Saison wechselt, wird euch angezeigt, wie das Ganze funktioniert. Dann gibt es so ein kleines Infofenster. Länge der Saison hatte ich euch schon gezeigt. Das hatte ich euch schon gesagt. Ja, Schneespuren ist halt, wenn ihr durch den Schnee fahrt, habt ihr Spuren und der Schneemodus an oder aus. Entschuldigung, da kam noch was. Oder halt nur die erste Schicht. Oder halt komplett an. Hat auch ein bisschen was mit eurem PC zu tun, so wie viel der packt. Ne? Schnee wird an kalten Wintertagen fallen und Straßen blockieren. Ne? Erste Schicht heißt, je mehr Schnee fällt, desto höher wird der Schnee. Dass man irgendwann mal knietief im Schnee stehen könnte. Es heißt nicht direkt, oh ja, Season, Schnee. Es muss nicht unbedingt Schnee fallen, Leute. Es könnte auch mal passieren, dass es einfach gar keinen Schnee gibt. Kommt auch dazu. Dann, jetzt muss ich kurz mal gucken, damit ich hier nicht durcheinander komme. Fruchtfolge habe ich, Planer habe ich, Wetter habe ich euch ja schon erklärt. Ist ein bisschen anders, gibt es jetzt auch Gewitter und sowas. Zeige ich euch aber noch in einem weiteren Video. Wetterbericht habe ich Tiere. Ja, möchte ich euch jetzt so noch nicht zeigen. Obwohl, kann ich es mal kurz machen? Ich guck mal kurz. Tierhaltung. Ja, habe natürlich jetzt kein Geld. Moment. Es geht darum, dass Tiere jetzt auch sterben können. Wenn ihr euch nicht um eure Tiere kümmert, dann könnte es vorkommen, dass die Tiere sterben. Die Tiere haben jetzt auch ein Alter. Also sie variieren jetzt auch anhand dessen, dass ihr jetzt darauf achten müsstet. Das zeige ich euch hier mal. Zum Beispiel eine männliche Kuh. Hier gibt es eine weibliche, ne, für die Vermehrung. Ne? Denkt dran, männlich und weiblich. So. Da geht es jetzt darum, eine davon und eine davon. So, da geht es darum, ihr habt jetzt ein Alter der Tiere. Die Tiere sterben irgendwann mal hier. Die männliche Kuh fängt mit 0,6 an, die weibliche mit 1,9. Könnt ihr aber auch abändern. Hier habt ihr 0,8, 0,9, 0,8, 0,8. Ne? Ist wieder ein Unterschied. So, die ganzen werden gekauft. Und jetzt gehen wir ins Tiermenü und das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Ihr fangt jetzt hier mit eurem Tier an. Sauberkeit ist nach wie vor klar. Der Stall, Wasser und Stroh, Nahrung, Mischration, Heu, Silage, Gras. Ist alles gleich geblieben. Was dazugekommen ist, beziehungsweise was gleich ist, auch Milch, Gülle, Mist. Das nächste Tier kommt erst dann, wenn ihr die Tiere natürlich ordentlich versorgt. Was jetzt dazu kommt, ist aber das Alter eures Tieres. Das Tier ist jetzt 0,6 Jahre alt und das andere Tier ist 1,9 Jahre alt. Die Tiere können tatsächlich, warum funktioniert meine Maus nicht? Aber ich bin so am Schwitzen. Die Tiere können tatsächlich sterben. Wenn ihr sie nicht versorgt, das heißt, die Gesundheit geht nach unten, so wie jetzt bei mir, wird dieses Tier irgendwann mal verschwinden. Nicht wundern, dieses Tier liegt nicht irgendwo tot rum, es ist einfach weg. Wir haben eine Jahresfolge, je älter das Tier wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwann mal an Altersschwäche stirbt. Und wir haben auch eine Gewichtsanzahl, das heißt, die Tiere sind jetzt gewichtet. Die männliche Kuh 281 Kilo und die weibliche zum Beispiel 410. So, ich muss kurz mein... Ja, jetzt geht's wieder. Die Tiere können dadurch natürlich irgendwann auch alt werden und muss man leider so sagen, das Zeitliche segnen. Ich muss leider sagen, so wie es ist, so ist es aber leider. Wir haben die Tiere jetzt so aufgeteilt, dass es da verschiedene Rassen gibt. Die einen geben Milch, die anderen geben was anderes. Die einen sind Nutztiere, die anderen sind... Ach, das ist, es gibt... Schaut es euch in Ruhe an. Ich will das auch gar nicht so lang ziehen, weil es einfach... wirklich sehr, sehr umfangreich geworden ist. Und Tiere ist wirklich ein Thema für sich. Das möchte ich irgendwann mal in Ruhe noch ansprechen und mit euch durchgehen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, nicht in diesem Video, weil das wird, ganz ehrlich, viel zu umfangreich. Dann zeige ich euch jetzt noch was, was mit dem Season auch zusammenhängt. Es sind zum Beispiel Sound und Grafik. Ihr hört es jetzt, das ist Regen. Also ganz, ganz anders. Der Regen klingt einfach viel, viel kerniger, viel, viel realistischer. In die Gebäude regnet es nach wie vor nicht rein, wie ihr seht. Aber der Regen ist tatsächlich ganz, ganz anders geworden.
Dann haben wir noch eine Verbesserung bzw. eine Änderung, was die Felder angeht. Und zwar, so, jetzt habe ich das, das, das. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit zu sehen, wenn die Ernte bzw. die Saat schief geht. Feldfrüchte ist ganz normal gleich geblieben, Gras war auch immer schon dabei. Hier gibt es jetzt eine Zusatzfunktion. Das alles kennt ihr schon, bis da unten hin. So, verdorrt. Jetzt haben wir eine Zusatzfunktion. Zum Beispiel, der Bauer hat hier auf Feld 18 jetzt Gerste angebaut und dann steht hier unter Wachstum jetzt gepflanzt. Das ist jetzt hier bei Feld 18 gelb angezeigt. Das heißt, er hat gepflanzt und hofft, dass das Ganze funktioniert. Wenn ihr jetzt den Season missachtet und das Wetter zum Beispiel plötzlich umspringt und hier, zum Beispiel hier Mittwoch, wieder 3 Grad werden, 2 Grad. Das könnte sein, dass wenn das heute nicht sprießt, euch die Frucht zerstört. Das heißt, hier ist dann Keimung fehlgeschlagen. Es ist bisher noch nirgendwo vorgefangen. Nee, noch nicht. Er hat angebaut. Temperaturen für Gerste müssten laut Season mindestens 5 Grad sein. Das Wetter sagt allerdings nur morgen 2 Grad. 2 Grad, das ist sehr, sehr kalt. Und jetzt müsst ihr gucken, wenn die Keimung nicht funktioniert, wie zum Beispiel Gerste ist bei der Aussaat mittelbeständig, was die Frostbeständigkeit, also was Frost angeht, mittel. Die Frostbeständigkeit bei Gerste ist Aussaat mittel und wenn es in der ersten Wachstumsstufe ist, auf hoch. Das ist also grüner Bereich, aber das ist schon so gelb-orangener Bereich. Das heißt, der Bauer könnte Pech haben, dass die Keimung fehlschlägt. Das heißt, er hat Feld 18 angebaut, jetzt sinkt das Wetter plötzlich und es ist noch nicht gekeimt und die Frost tritt ein und die Frostbeständigkeit bei der Aussaat ist nur mittel, dann könnte es passieren, dass ihm dieses Feld komplett tot geht. Das heißt, Keimung fehlgeschlagen. Das heißt, es war zu kalt, die Keimung, die haben es nicht ausgehalten. Frostbeständigkeit ist auf mittel bei der Aussaat, geht kaputt, das Feld ist brach. Kaputt. Viel Katz. Nichts draus passiert, Leute. Das ist mit dazu gekommen, wo ihr unbedingt drauf achten solltet, um das Ganze. Bitte? Was worauf? Season. Wetter. Was ist? Ja, ich komme jetzt. Ist nur eine Aufnahme. Und dann bin ich bei dir. Nein, alles gut. So, Frau macht Kontrolle, dass ich auch alles richtig mache hier mit Season. Wie gesagt, dann geht euch die Keimung kaputt und das ganze Ding ist vorbei. Dann könnt ihr das wegschmeißen. Dann haben wir, das möchte ich euch kurz mal am Shop zeigen. Wir haben eine Änderung, was Reparatur und Lack angeht. Ich glaube, ich habe, glaube ich, gerade das Gewicht aus Versehen mitgenommen. Och nö. Ich sag mal nix, ne? Liegt dein Gewicht? Nein, liegt kein Gewicht. Gut, fahren wir mit dem. Und zwar mal eine Anpassung, was Reparatur und Fahrzeugpflege sowie Lack angeht. Ab sofort könnt ihr im Werkstattmenü variieren, was die Reparatur angeht. Ihr könnt im Seasons Mod sagen, ich möchte meinen Traktor reparieren und ich möchte lackieren separat. Ihr wisst ja, je länger ein Traktor genutzt wird, desto mehr nutzt er unten rechts ab. Irgendwann blättert der Lack ab und ihr habt einen kaputten Traktor, der weniger PS hat und damit schwächer auf der den Feldern unterwegs ist. Jetzt könnt ihr im Seasons Mod euch selber entscheiden, möchte ich den Traktor reparieren und möchte ich ihn lackieren lassen voneinander. Das heißt, zwei variierte Sachen, was ich sehr, sehr gut finde, weil es einfach nur sehr cool ist. Es sieht einfach gut aus. So. Das heißt, wenn ihr den Traktor nicht repariert, lässt die Leistung nach. Wenn ihr nicht lackiert, sieht er kacke aus. Deswegen geht ihr mal hier rüber. Könnt dann hier in das Menü reingehen und dann habt ihr jetzt hier unten. Früher war es nur reparieren. Jetzt ist dieses neue Lackieren mit dazugekommen. Kann ich natürlich gerade nicht machen, weil ist noch alles neu. Zustand wunderbar, ist erst ein Tag alt. Ihr könnt aber jetzt sagen, ich möchte reparieren. Das kostet einen gewissen Anteil. Und dann auch, ich möchte auch direkt neu lackieren. Das ist auch mit dem Season neu dazugekommen.
dass ihr jetzt dort selbst bestimmen könnt, wie und was ihr hier macht. So, dazu das. Dann habe ich, glaube ich, alles, was ich euch in Season zeigen möchte, damit ihr durchstarten könnt. Ich denke mal, ihr habt es aber auch soweit verstanden. Wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, Leute, traut euch, die Kommentare zu nutzen und schreibt mir einfach mal einen Kommentar. Einen Kommentar und gebt mir Bescheid, was eure Anregungen noch sind, was noch eure Ideen sind. Wie gesagt, Tiere werde ich vielleicht mal ein separates Video machen, weil es einfach sehr, sehr umfangreich ist. Wie gesagt, Wetter wurde verändert, es gibt auch Gewitter, Blitz und Donner und so, das wird auch alles kommen. Gras ist, wie gesagt, dazugekommen, das Grassystem, das hatte ich euch aber einfach nochmal alles schon gezeigt und auch mal erklärt. Jetzt können wir zum Beispiel mal gucken, an euch jetzt hier Wachstum, er hat es geschafft, es ist nicht fehlgeschlagen, weil wir ja gestern recht gutes Wetter haben, es hat ja einfach nur geregnet. Und jetzt seht ihr auch schon diese Variation hier unten. Die Unsicherheit der Prognose nimmt mit der Zeit zu. Also je mehr Tage ihr nach vorne plant, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das auch wirklich eintritt. Jetzt seht ihr zum Beispiel schon, sind morgen schon 8 Grad gemeldet, am Tag davor waren schon 2 Grad. Heute 8 Grad, morgen auch 8 Grad. Das heißt, auch das Wetter hat sich schon wieder geändert. Das kann halt variieren, Leute. Deswegen hat der Bauer auch alles gut gemacht, es hat funktioniert. Jetzt möchte ich euch noch kurz was zeigen, was diese kleinen Texturen angeht, dass zum Beispiel mal Unkraut entstehen könnte. Da zum Beispiel sieht man es ganz gut. Das Unkrautmenü wurde ja auch angepasst. Nicht das ganze Feld ist jetzt mit Unkraut zu, sondern es entsteht da Unkraut, wo die Temperatur gestimmt hat. Zum Beispiel jetzt in dem Fall hier in diesem Stück hat die Temperatur des Feldes gestimmt und dementsprechend ist jetzt hier Unkraut gewachsen, aber nirgendwo anders. Ne? Das ist auch mit dazu gekommen. Und was auch neu gekommen ist, kann ich euch aber wahrscheinlich noch nicht genau zeigen. Ne, dafür haben wir noch keine genug Wachstumsstufen. Und zwar können nach wie vor die Felder an gewissen Stellen, nee, habe ich leider nicht, an gewissen Stellen kaputt gehen. Das heißt für euch Folgendes. Wenn die Temperatur auf dem Feld ein bisschen variiert, die Bodenbeschaffenheit, dann könnte es passieren, dass nicht an jeder Stelle zum Beispiel hier jetzt Gerste wächst, sondern da zum Beispiel wächst Unkraut. Und das Gleiche funktioniert auch mit, dass das Feld nicht angewachsen ist. Dann kann hier irgendwo mal ein Fleck sein, wo keine Gerste wächst, weil die Keimung fehlgeschlagen ist. Das kann vorkommen. Muss nicht auf dem gesamten Feld sein, hängt halt mit dieser Bodenbeschaffenheit, mit der Bodentemperatur, der Außentemperatur und so weiter zusammen. Ist halt 1:1 umgesetzt wie Unkraut. Unkraut wächst an manchen Stellen, das Feld, der Weizen, die Gerste, die Aussaat kann an manchen Stellen fehlschlagen und dementsprechend hat man dann hier irgendwo so einen Fleck drin, wo einfach mal nichts angewachsen ist. Das kommt noch mit dazu. Dann habe ich eigentlich euch alles gezeigt. Ja, das ist soweit eigentlich alles. Wir sind jetzt auch schon fast eine halbe Stunde dran, aber Seasons ist halt sehr umfangreich. Wir hoffen, dass das Ganze auch so auf den Konsolen umgesetzt wird und es sehr, sehr schön wird. Ich würde dann jetzt zum Ende dieses Videos kommen, weil ich euch wirklich, ja, ich bin einmal komplett durchgerasselt. Ja, wunderbares Video, muss ich echt sagen. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Infos ein wenig unter die Arme greifen. Ansonsten habe ich, glaube ich, ansonsten habe ich tatsächlich nichts vergessen, Leute. Habe euch alles gezeigt, was geht, was neu ist und was dazugekommen ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr euch dieses lange Video doch bis zum Ende dann hoffentlich angeschaut habt. Und denkt dran, Leute, Fragen in die Kommentare. Lasst gern ein Like da. Ich freue mich auf weitere Videos, auf weitere Livestreams. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Leute. Tüdelü und tschüss.